Ich selbst bin im Dezember das erste Mal bei einem Waldspaziergang dabei gewesen, Dezember 2017. Und habe damals am Ende dieses Spaziergangs gehört, wir sehen uns wieder am 8. Januar. Und dumm wie ich war damals, habe ich gefragt, was ist denn da? Und habe dann erfahren, dass dort in Immerath an dem Termin eine Kirche abgerissen werden sollte, von der ich noch nie was gehört hatte. Ja, ich habe dann zu Hause mal nachgeguckt, wie man das jetzt so in diesen Zeiten macht. Wikipedia hilft weiter. Und habe dann gesehen, um was für eine Kirche es sich handelt. Habe die spärlichen Informationen mir durchgelesen und habe gedacht, och, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich versucht, aus diesen Informationen ein Lied zu stricken, eine Melodie zu finden. Und habe das dann, nachdem das fertig war, hochgeladen bei YouTube, wie man das auch heutzutage so macht, wenn man Musik macht. Und habe mich dann ins Bett gelegt und geschlafen. Und am nächsten Tag gab es eine Mail in meiner Mailbox von einem Menschen, der das gegen 2 Uhr losgeschickt hatte und mir mitteilte, dass er schon seit geraumer Zeit gerne einen Videoclip über diesen Dom von Immerath drehen wollte, ihm aber ein passender musikalischer Teppich gefehlt hat und den hätte er ja jetzt wohl. Und dann haben wir das ein paar Tage später aufgenommen, als das Wetter uns günstig schien. Und dann fand das Video, nachdem es fertig geschnitten war, seinen Weg ins Netz und war dann auch schon relativ bald irgendwie in der Lokalzeit Aachen zu sehen, was ich offensichtlich einen Widerstand jetzt da auch in akustischer Form formuliert hatte. Das ist dieses Lied nun, der Dom von Immerath. Als Bauwerk ein wahres Schmuckstück und ein Wahrzeichen für die Region. Baukunst neuromanisch, das sah man auch von weitem schon. Die hohe Doppeltonfassade, sie war die einzige im ganzen Kreis. Sie musste den Baggern weichen, fehlt für Wahnsinn immer noch Beweis. Im Dom von Immerath sah man die Glocken fehlen. Beim genauen Hinschauen sah man Seelen sich von Landen stehlen. Für die Menschen war die Kirche ein Dom und so war sie bekannt. Niemand lebt mehr, der mit ansah, dort im Dorf entstand. Entwickelt schon vor ein paar Jahren, 6 Glocken waren längst abgeseilt. Sie war immer schon mehr als ein Bauwerk, traurig hat mancher vor dem Dom verweilt. Im Dom von Immerath sah man die Glocken fehlen. Beim genauen Hinschauen sah man Seelen sich von Landen stehlen. Von der Kanzel hat so oft der Pfarrer gepredigt und las Gottes Wort. Getauft so viele und gesegnet, der Altar, er war ein heiliger Ort. Betrauert hat man manchen hier, im Glück und Leid stand man zusammen, in der Messe und danach bei mir. Im Dom von Immerath sah man die Glocken fehlen, weil im genauen Hinschauen sah man Seelen sich von Dannen schälen. Er
Wohnung aus. Die Garten, Friedhof, Dorf, Krug, Schule vertrieb sie aus dem Ort hinaus. Wo einstmals Häuser ihn umgaben, dort stand der dumme Wind allein. Von Gott verlassen und verloren, und keinen ließ man mehr hinein. Sah man Seelen sich von dannen stehlen. Die Kirche, sie hieß St. Lambertus, lang stand sie dort im Nimmerrat. RWE kam mit großen Baggern für den Abriss und dann war sie platt. Und für alle Zeit verloren, für ein Loch, das niemandem mehr nützt. Die Zeit der Braunkohle, sie ist vorüber. Wer bleibt, der dieses Land beschützt? Ich hoffe, ihr, Bildung von Emerat, entschwunden wie die Seele. Nur wer sich noch an ihn erinnert, kann von ihm erzählen. Entschwunden wie die Seele. Nur wer sich noch an ihn erinnern kann, von ihm erzählen. Ersten Waldspaziergang, den ich mitgemacht habe und der musikalischen Begleitung des Abrisses dieser Kirche. Wir waren am Vorabend dort gewesen und haben dieses Lied in dieser eisigen Kälte x-mal gespielt und dann am nächsten Tag auch, als der Abriss dann erfolgen sollte. Und ich mich zunächst darauf verlassen hatte, als nach einigen Stunden es von der Polizei dann hieß, heute passiert nichts mehr. Dann bin ich nach Hause gefahren und war durchgefroren. Und kaum war ich zu Hause, hörte ich schon, nun sei mit dem Abriss begonnen. So viel zur Verlässlichkeit der polizeilichen Aussagen. Man muss das alles vor dem Hintergrund sehen, dass die Polizei, RWE, die Landesregierung im Grunde genommen das ganze Vorgehen, was rund um die Braunkohle und den Widerstand dagegen, Braunkohleverstromung gegen den Widerstand dagegen passiert, irgendwie als eine Art Kriegszustand sieht. Und auch die Meldungen, die von der Polizei verbreitet werden, sind im Grunde genommen wie Meldungen in einem kriegerischen Konflikt zu sehen und wird somit zu einer Art Waffe, zu einer Art Taktik. Und das Erste, was dabei in solchen Konflikten auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit.